Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge von Raft. Mit Multiplayer zusammen mit Hannah, die gerade gemutet ist, und Pascal. Hallo. Hallo. Na, guck mal einer an. Wo sind wir denn da gelandet? Ja, da, wo wir hingefahren sind, oder? No. Ja, würde ich auch sagen. Soll ich sagen, Segel nach oben und dann die letzten Meter noch irgendwie perfekt ranpaddeln. Denn wir sind an der ersten Station angekommen. Ihr könnt es bei mir hier im Boot sehen. Der Radio Tower. Im Boot? 8774, das war der Ding, den wir eingegeben haben. Aber noch können wir nicht draufklicken auf das Story-Element. Sondern wir müssen noch warten. Wir müssen ihn erstmal erkunden. So, dann würde ich sagen... Paddel kaputt. Anker kann runter. Paddel kaputt. Ja, ich mache... Ich paddel weiter. Gut, Anker kann runter. Ist hier unten irgendwas? Oha, ja, voll viel. Ich muss sagen, ich habe perfekt eingeparkt, oder? Ja, wer kümmert sich um den Hai? Mache. Aber wollen wir erstmal hier den Radio Tower erkunden, bevor wir weiter Fische grillen? Ja. Wurden schon wieder die. Ich habe gerade 4 Wälse da reingelegt. Die sind alle weg. Ich weiß, weil ich die genommen habe, damit wir dann nicht wieder zurückgehen müssen, weil wir zu essen brauchen. Ach so. Ja, gerade jemand hat hier 4 Wälse verputzt. Da muss ich eine ordentliche Hunger haben. Selbst dann kannst du 4 Wälse verputzen. Kannst du einen Wels nehmen. Ja, das reicht. Oha, das gibt einfach extra Leiste, so ein Smoothie. Diese weiterverarbeitete Nahrung, die gibt einfach extra Leiste. Was? Cool. So, okay, wir müssen mehr davon machen. So, jetzt haben wir keine Fische mehr hier drin. Auch ja, gut. Ist ja okay. Ich plädiere für den dritten Grill. Das Ding ist nicht so groß. Wollen wir da mal hochgehen? Ja, komm. Ja, ich habe jetzt kein Essen dabei, aber egal. Ja, nee, das ist ja nicht so groß. Du bist ja innerhalb von einer Minute wieder unten. Also hier sind... Haltet Ausschau nach Schrott etc., der in Regalen liegt. Kunststoff, Schrott, ja. Noch, ey, ein Schrott. Müllpaket-Dingens. Stimmt, ja, Müllpaket könnt ihr auch geben. I got you, Bruce. Okay. Ich würde sagen, so, dass jemand Bruce erwischt. Robbie Boat's gone. Bruce is after me. Gonna stay here until I find a way off this place, Mike. Okay, hier war sehr viel drinne. Und das Rezept für Mango und für Mango Mana. Was? Und ein Rezept für Mango Mana war ja auch drin. Ne, Mango Nana. Ein Rezept. Oh, ich hab Hunger. Wann sind wir gerade los? Hast du Zeug mit dafür oder brauchst du welche? Hä? Hast du Zeug mit für deinen Hunger oder brauchst du Zeug dafür? Ich bin in Ebene 10. Er hat kein Essen mitgenommen, nein. Ich hab Essen hier auf dem Floß, danke. Ich bin in Ebene 10. Verputz mal kurz so einen Lachs und fertig. Owl's Radio Notes. 22nd of December. Distress call received. Balboa Island. 9th of January. Koku won't accept facts. 2nd of February, gunshots in the distance. Tangaroa City. 14th of February, sparrows come. That's a lean. 6th of March, another distress call. Varuna Point, missing child. 16th of April, rafters dreaming of utopia. Foolish hope. Hier? Ich würde dir sagen, hier wurden gerade einige Orte genannt. Jo. Ja. Tagebuchaufzeichnungen. Kann man irgendwie... Vielleicht werden uns diese Orte später noch ein bisschen mehr sagen. Ja, das sind Kletterpflanzen irgendwie. Vielleicht braucht man irgendwas Spezielles, um da hochzukommen. Bought a shark named him Brew. Ah, okay. I got you, Bruce. Okay, der Hai. Sind das die Hinweise, die ich vorhin schon gelesen habe? Ja. Ach stimmt, was soll er Essen holen? Ja. Anna? Ja. Komm mal raus. Da, hier. Ich weiß. Den Weg lang. Ich weiß, ich bin runtergefallen. Ach so. Alter. Wir sind auf Ebene D, Pascal. Okay. Die unterste ist B.
Ich lege gerade neue Fische auf den Grill. Okay. February. We've picked up a lot of signals. Maybe someone will come and help us. We're not starving. Yet. The reactor at Selene might be the only chance we have against this endless ocean. You knew it, Sparrow. Owl thinks you betrayed us, but you must have had a good reason for leaving us here. I hope you make it to Selene. I hope you finish the reactor. For all of us. Wie jetzt wird. Ach nee, da geht's weiter. Jo, also. Komm ich hier Menschen, hoch? Menschen treffen wir nicht. Runtergefallen. Wie komme ich hier hoch? Zu euch? Du musst auf der rechten Seite von dem Floß. Leute. Hoch. Ich habe jemanden gefunden. Au. Ah, bei dem okay. B2 gewonnen. Wait, what? Oh, cool. Warte, ach, ich bin beim B2-Gebäude, da muss ich hoch. Ja. Okay, warte hier kurz auf mich. Ich bin ganz oben, ich habe jemanden gefunden und unser Floß sieht echt krass aus da von vor oben. Ja, lass mich mal ganz kurz nach oben kommen. Warte, wie kommen wir diese Kletterpflanzen hoch? Gar nicht, du musst, du hast, Pascal? Ja. Wenn du in das Gebäude reingehst, hast du eine Treppe. Dadurch kommst du hier oben, also im Prinzip annähernd hier hoch. Hier in dem Gebäude auf C ja. Ist eine Treppe? Ah, hier ist eine Treppe. Mhm. Dann kommst du raus. Genau. Dann kommst du raus. Dann hast du da drüben einen Balken. Die läufst du entlang bis zu diesem anderen Gebäude. Dort läufst du den Balken auch entlang und springst dann auf die Treppe. Ah. I see, I see. Hast du jemanden entdeckt, der mitfahren möchte bei uns? Ich weiß nicht. Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story. Really, really long story. Anyway, nice raft. If you need any repairs done, let me know. I've sort of ended up as a maritime expert. Mainly due to the world sinking. Awesome. Let's head out. Spielbarer Charakter. Ach so, man kann sozusagen den Charakter als auswählen. Also und die kann uns irgendwie dabei helfen, unser Floß zu reparieren, oder wie hab ich es jetzt verstanden? Hey, ja, aber die bleibt hier. Okay. Ja, danke, die Kommission hatten wir schon mal. Okay, Utopia. Das klingt interessant. Wir haben einen neuen Hinweis. 0306 Radio Tower, genau. Das beiden The Radio Tower. Ach genau, das sind einfach jetzt nur hier die beiden Dinger, die uns vorgelesen wurden. Die sind jetzt da. Und die nächste Station ist Wassergatan 0306. Und hier haben wir nochmal die beiden Tagebucheinträge, die vorgelesen wurden, nochmal zum Nachschauen. Okay. Also das eine ist ein Punktprotokoll. Ja. Ja. Soll ich jetzt von hier in den Jump ins Wasser machen? Nee, so der Hai. Oh, der wird vom Hai gefressen. Ja, eben. Ich habe volle Lebensleiste, also egal. Dann mach. So lange will ich mich retten müssen. Oh, ich bin auf dem Boot, ohne gebissen worden zu sein. Ey, nicht meine Fische wegnehmen. Kümmert sich jemand um den Hai? Ja. Ich würde mal die Mülleimer ausleihen, ja. Mach das. Ja, mach das. Obwohl, schau mal, dass wir jetzt vielleicht einen Recycler packen, den wir haben. Ja, ist mir auch aufgefallen, in dem Moment, wo ich das gedrückt habe. Wir können hier, glaube ich, auch tauchen und Zeug suchen. Ja, hier ist mein Geschrott drunten. Okay. Das kann sein. Also Heilkühler und dann mit den, das brauchen wir für eine Sauerstoffflasche. Wir brauchen die unbedingt Sauerstoffflaschen, ja. Ich habe ein fortgeschrittenes Netz jetzt. Und ihr Leute, geht tauchen? Fortgeschrittenes Netz. Fängt automatisch Gegenstände auf, die ihr hineinfallen. Kann mehr Objekte enthalten, als es einfach sammeln ist. Die haben eine Begrenzung? Echt krass. Brauchen wir Titanwaren. Ja, würde ich nicht benutzen. Die normalen Sammelnetze reichen hier uns ja. Wir sind nur regelmäßig leeren. Wir sind drei Leute, das könnte gehen, ja. Tobi, scherst du das Alpaka mal wieder? Ja. Ich würde sagen, ihr beide geht dann tauchen. Wir haben, glaube ich, eh nur zweimal Taucher-Equipment oder irgendwie sowas. Wir müssen ja nicht mehr machen. Ja du kannst so auch ohne gehen.
Ja, ja, geht ihr beide erstmal tauchen und ich kümmere mich hier weiter ums Essen machen. Nein. Nein, wenn wir den Haiköder reinwerfen, dann ist es sinnvoller, okay, wenn wir alle tauchen gehen. Wollen wir den Apfeleimer mal... Also wollen wir vielleicht erstmal einen Recycler bauen? Was gibt's für einen Recycler? Das gibt keinen Milch. Ja, das haben wir vorhin gelernt. Nein, aber der Recycler bringt... oder wird uns hoffentlich... Rottwürfel bringen. Mit dem wir traden, ja, können. Kombiniert und grundlegende Ressourcen zu Handelskosten wären. Wo ist denn Kleber? Ach, hier ist der Kleber mit drin. Aber wir brauchen eine Leiterplatte dafür. Wo ist denn der in der welcher Kategorie? Der Recycler ist oder der Kategorie. Andere. Andere. So, wollen wir da mal tauchen gehen? Jo, können wir. Oh, gibt keine Planken mehr für den Grill. Doch, gibt wir doch haben welche. Mehr als genug Planken, glaub mir. Ich hab noch keine Planken mehr. Köder dann schwimmt. Dann hol dir welche raus. Zweiter Köder schwimmt. Okay, und weg. Ist Pascal dumm? Ist dran. Ja, der wird schon an den Köder gehen. Denkst du? Hier unten gibt es auch ordentlich was. Hier ist nicht so wirklich Metall dran. Insbesondere viel Lehm und Sand ist hier. Und Steine. Und Schrott. Und alles andere. Nur Metall nicht. Ja, aber das ist ja keine Insel. Also wie gesagt, Lehm und Sand, davon haben wir eigentlich noch genug, da haben wir mindestens ein Stack. Ja, kann ja trotzdem nicht schaden. Doch, das ist Zeitverschwendung. Ja, früher oder später werden wir es brauchen. Eben. Für Blumentöpfe brauchen wir Lehm, ja. Das ist das auch. Okay, ich habe so ein bisschen drumherum geschaut, es ist halt echt nichts an Eisen dran. Ja. Das könnte jetzt allgemein gerade noch sehr wenig. Aua! Ich wurde vom Hai angegriffen. Ja, okay, dann gehen wir raus. Zwei Köder weggefuttert? Nein, der geht erst an den zweiten Köder, wenn er. Wenn er Personen raus sind. Ja, wenn. Im Prinzip, wenn er darauf fokussieren kann, aber oh, wenn wir immer noch drin sind. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Pascal, hast du irgendeinen Selbsterhaltungsdrang? Ja, was denn? Wenn der mich zweimal miteinander beißt, bist du an Bord? Dann hab ich natürlich. Dann bin ich beim dritten Mal beißen tot. Schwebst du irgendwo? Gib mal einen Status. Ich bin doch schon längst hier. Sag das doch. Ich hab gefragt, bist du auf dem Boot? Ja, da war ich noch nicht auf dem Boot. Okay. Ja, den Köder, den lassen wir halt einfach drin, hat er was zu beißen. Ja. Kann sich mal was schmecken lassen. Stellst du schon die neue Nummer ein? Wenn ich wüsste wie. Dann zeig das bei den Leuten, Tobi. Die Nummer ist 03. 0. Ah. 3. 0. 6. Windrichtung. Passt. Ja, rechts hinten. Windrichtung. Oh. Da knabbert er am Köder rum. Ich sehe ihn gerade. Oh, ich habe wieder eine Kerze geangelt. Toll. Yay. Ich mach mal aus. Was das ist? Oh, habe ich angelassen? Sorry. So, was macht ihr? Ich angle. Ich hole mir Ressourcen. Ich baue einen Recycler. Ich hole auch Ressourcen in Form von Fischen. Ist halt andere Ressourcen. Ich nenne das halt auch Angeln. Deswegen wollte ich ja, halt nur was anderes sagen, damit du nicht wieder anfängst, dass es doch gar kein Angeln ist. Du angelst mit deinem Haken, ich angel mit der Angel. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Recycler groß ist, aber der Recycler ist echt groß. Sag mal. Sehr gut. Wo packe ich den denn hin? Weil drin passt er nicht rein. Soll ich ihn oben mit hinstellen? Neben das Möwennest.
Ja. Wir können ja immer noch umplatzieren am Ende. Ja, eben. Neben das Möbel, da freuen die sich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, unser Floß ist zu klein. Ach, wir können in die Höhe bauen. Ja, wir können in die Höhe bauen, aber das wird irgendwann unübersichtlich. Ich würde lieber erstmal in die Breite bauen. Eben. Übrigens, wir brauchen eine Batterie. Das ist ja, das war klar. Dass wir dann auch das Platz für das zweite Gebäude haben, was vielleicht ein bisschen größer wird. Und das könnte man dann in die Höhe bauen. Das ist wie so ein Gebäude auf dem Floß haben, was so stockartig orientiert sind. Auf jedem Stock finden sich was anderes. Ich fühle wie das Hochhaus, wo wir gerade waren. Nur vielleicht nicht mit ganz viel Jump'n'Run. Ja, so ein Leon mit Treppen. Ja. Ah, das wäre anstrebenswert. Das wäre ganz cool. Dann hätten wir hier an sich so ein aufgeräumtes Floß, wo nicht mehr so krass viel draufsteht. Und ich einfach nur allgemein so rumlaufen kann, so was wie Segel hat und sowas. Im Gebäude dann alles mögliche, was man braucht. Und hier einfach dieses kleine Schlafgebäude. Klingt doch nach einem Ziel für unser Floß, würde ich sagen. Jo. Ich weiß nicht. Ich habe nicht zugehört, also. Ja, Hochhaus. Du weißt, was du machst. Ich sammle einfach nur die Ressourcen dafür. Und du sagst mir da, was du brauchst. Der Recycler ist am Start. Alles. Sehr gut. Wie viel braucht denn der immer, um einen Müllwürfel zu machen? Ich habe, glaube ich, 40 reingetan. Palmblätter, also Rohmaterialien. Also Palmblätter, Planken, Plastik, Steine. Sowas. Schrott wahrscheinlich auch. Hört sich doch schon mal nach was an. Mhm. Also ab sofort habt ihr auch wieder die Erlaubnis, Steine einzusammeln. So. Oh, wir haben den halt wieder getötet? Oder was? Ja. Ich will den kurz noch einsammeln. Dann gibt's wieder leckeres Haifleisch. Dann einfach auf den Grill legen, das Haifleisch. Und wie weit ist noch? 1450 Meter hoch. Oh, ja, wir haben bei 2000 angefangen, also. Ja, das stimmt. Und ich meine, 200 Meter sind jetzt wirklich nicht viel, aber ab 200 Meter könnten wir das Ding auch sehen. Ja, wir haben einen Müllwürfel. Cool. Yay. Dann glaube ich, gegen entweder 20 Kunststoff oder so eintauschen. Staffelzeit. Finde ich gut. Alle in die Hand. Findet ihr das, wie ich es umgebaut habe hier? Finde ich okay. Solange wir dann irgendwann mal noch eine dritte Hängematte einbauen. Ja. Dann würde ich aber ein größeres Haus bauen. Wenn man auf dem Boden schlafen muss. Dann würde ich die Hängematten und alles hier unten wegbauen. Und dafür ein Stock weit höher sozusagen bauen. Dass wir hier unten halt Werkbänke und so reinpacken. Und wie Grills oder so noch da rein. Das können wir natürlich auch machen. Ja. Oder wir tun dann halt eben, wenn wir das große Gebäude haben, können wir auch eine Etage mit Schlaf- und Wohneinrichtungen. Wenn wir das große Gebäude haben. Da bekommt jeder sein eigenes Zimmer. Auch eine Option. Gestalten, ja. Ja. Dann können wir ganz am Ende so eine Zimmer-Rundtour machen und dann bewerten, wer das beste Zimmer hat. Rundtour! Das war so. Machen wir immer einen Vlogs hier vom Floß. Ja. Tag 365. Ich habe mir eine Hängematte und einen Schuh geangelt, indem ich jetzt eine blaue Blume reingestellt habe. Ich habe jetzt einen Rucksack, ich habe zwei Reihen mehr. Inventarplatz. Okay. Das ist sehr angenehm. Cool. So können wir sie nochmal verwenden. Wir sollten mal wirklich eine ordentliche Lagerstruktur mal erarbeiten. Ordentlich. Hier stehen nur random Kisten rum. Das ist so unstrukturell. Du willst ein Lager Gebäude bauen, wo wir alles schön reinsortieren können, ganz einfach. Ja, dann bau dieses Gebäude. Dann brauche ich erstmal Platz. Dann bau Platz. Ja, dann hol den Platz. Es ist doch genug Zeug da. Haben wir genügend Platz zum Bauen? Bauplatz. Was hältst du davon? Ja, aber dazu brauche ich erstmal Platz. Ich besitze aber nur Fische. Über 4 Stack drinne. Was willst denn du? Ja, ich habe gerade nur Fische im Inventar. Was kann halt kein Bauhammer? Doch, mittlerweile schon. Oh mein Gott. Ein Feuerkorb. So, wo sind Stacks drinne? Ja, das müssen wir, glaube ich, als Titel von dem Video nehmen. Das kann halt endlich ein Bauhammer. Nee, ich glaube, das ist nicht sexy genug. Das klickt nicht gut.
Leute, ich bin in der Badewanne, ne? Okay. Wenn du nichts Besseres im Leben zu tun hast, als jetzt hier zu baden. Aber ich würde sagen, wie wir das dann machen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.